das, was du präsentierst, sehen wir. Das, was du nicht präsentierst, sehen wir nicht. Es gibt manchmal Leute, die sehen nicht deutlich schlechter, aber schlechter aus als die andere, aber die gewinnen trotzdem manchmal. Manchmal fragt man sich, was ist passiert. Oder alles Lug und Betrug, sagen die dann auf einmal, die ganzen Superschlauen. Ich sage, ja, komm her, setz dich mal hier hin. Ich bewerte das, was ich auf der Bühne sehe. Und wenn die Person sich gut präsentiert hat und schon recht gut aussieht, dann hat sie natürlich den Sieg verdient und die andere halt nicht. Warum nicht? Das interessiert mich einen Scheißdreck, was sie im Gym mit ihren Selfies macht und Instagram-Bilder mit Filtern und so weiter. Das geht mich einen Scheißdreck an, das gucke ich mir nicht mal an. Ich gucke mir das an, was auf der Bühne ist, da präsentierst du, das ist echt, das ist die Realität. Also hier ist die Realität, das ist die Realität. Hier gibt es keinen Filter. Kannst du höchstens hier mit Mr. Tan dich dann anmalen lassen und danach hast du deinen Filter. Mehr hast du nicht. Dürfen wir Jessi sagen? Ja? Jessi, pass auf. Also jetzt heute starten wir mit Body Extreme Revolution. Wir werden jetzt keine großen Sprüche uns hier erlauben, dass du jetzt nicht in Form bist oder was auch immer. Das ist klar, es ist der erste Tag. Ich habe gesehen, dass beim Posen, das wird wohl auch normal sein, ziemlich unsicher bist. Also komplett. Das Ding läuft noch zu null, das ist gar nichts. Also das musst du natürlich üben, weil wir machen eine Präsentationssportart, 50% ist Präsentation und 50% ist Körper. Da musst du ein bisschen selbstbewusster auftreten. Ich glaube, du bist ja auch noch nicht so ganz sicher bei den einzelnen Posen, wie die ganz genau aussehen und auch vielleicht, um deine Figur jetzt perfekt in Szene zu setzen, wäre es nicht schlecht, wenn jemand dir da nochmal so ein paar Tipps gibt, der drauf guckt, wie du dich bewegst und so weiter. Und zum Körper würde ich noch sagen, also mir gefällt das, du hast echt schon gute Muskeln dabei. Ein paar Stellen, finde ich, kannst du noch aufbessern, zum Beispiel an deinem Lat würde ich noch ein bisschen arbeiten, dass du dieses V so ein bisschen rauskriegst. Kann auch sein, dass du den nicht richtig anspannen kannst, ne? Das muss man vielleicht noch ein bisschen üben. Genau, vielleicht noch die Beinrückseite so ein bisschen, dein Bauch sieht schon richtig gut aus. Ich glaube auch, dass du genug Zeit hast, um den auch richtig shredded zu kriegen, wenn du 4 Monate jetzt echt Gas gibst, ne? Kriegst du das auf jeden Fall hin, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ja. Zu deiner Ernährung auch alles super. Du hast ja einen Coach, der hat das, so wie ich das sehe, keine Schocknachrichten hier drauf geschrieben. Teilweise gibt es die. Scheint einer zu sein, der schon sein Geschäft kennt. Also es ist super. So kannst du auch weitermachen und an deinem Posing arbeiten. Ich schließe mich Marina an. Vom Körper her, fürs erste Mal jetzt, finde ich das auch schon super. Also es gibt, du hast Potenzial. Von der Ernährung her machst du weiter so, dein Posing musst du verändern, fertig ist die Geschichte. Also die erste Runde hast du jetzt überstanden, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte dich dann beim nächsten Mal besser in Form sehen, ist ganz klar, das willst du selber auch. Aber definitiv auch viel besseres Posing. Also so würde ich dich nicht auf die Bühne lassen, definitiv nicht. Okay? Gut, recht herzlichen Dank. Hau rein, schönen Gruß an deinen Trainer. Das nach oben ändern. Also du hast jetzt wirklich Figurposen gemacht erst, ne? Also das ist schon anders. Die musst du dir auf jeden Fall nochmal angucken, vielleicht auch mal Videos, ne? Da musst du noch viel machen auf jeden Fall. Und von der Form her, ja, du wiegst jetzt 72 Kilo, ne? Also da müsste ja schon noch einiges runter, ne? Und du hast ja auch einen Betreuer, hast du gesagt. Also da müsstest du richtig Gas geben, ne? Also das wäre auf jeden Fall noch ein langer Weg bis dahin. Aber muskulär sieht man ja, dass da auf jeden Fall was drunter ist. Das ist schon mal super. Das ist die Grundvoraussetzung, ne? Ja. Ja. So, Michelle, also ich kenne einen Vorbereiter, rein zufällig. Das Ding ist, also so mit der Ernährung, ich weiß nicht, was du vorher
gegessen hast. Okay. Also. Ja, deswegen hast du noch ordentlich Gewicht drauf. Für die Bikini-Klasse muss das richtig runtergerockt werden, wenn du exakt 1,68 bist. Ich mache keine Prophezeiung mit Gewichten und so, aber so eine gewisse Richtlinie hat man schon. Also so bei deiner Körpergröße und wenn ich mir so die Figur anschaue, da wird, ohne dass du jetzt schockiert bist, über 20 Kilo runtergehen. Ja? Das wird runtergehen und da musst du natürlich mit deinem Coach immer wieder halt dich mal präsentieren und auch mal so deine Ernährung anpassen, weil auf die Dauer müssen die Kohlenhydrate definitiv runter. Also so geht das nicht. Also so, du hast ja noch viel Zeit. Wir haben ja gesagt, das ist das erste Mal. Du kommst zum Recall, du hast es geschafft. Allerdings muss da deutlich was passieren. Du bist mega unsicher, ist auch normal. Ich meine, es ist das erste Mal. Aber du bist jetzt nicht unbedingt die Rampensau, die sich wohlfühlt. Ist richtig, oder? Ja, das ist aber gar kein Problem. Das waren die meisten nicht, die auf die Bühne gegangen sind. Du musst auch nicht zu einer Rampensau werden. Du musst einfach nur diszipliniert üben, üben, üben. Wenn du übst, dann siehst du die Leute nicht mehr. Dann weißt du genau, okay, die Pose sitzt, das muss ich machen, das muss ich machen. Weil es kann sogar sein, dass ich oder Marina oder jemand anders dich bei der zweiten oder dritten Vorwahl, wenn es schon ins, also kurz vor dem Finale, kann sein, dass wir sagen, Michelle, vielleicht ist es besser für dich, wenn du die Figurklasse machst. Ne? Du bist ja noch Junior, also hast noch viel Zeit, kann man immer noch mal umswitchen. Also ich kenne einige Junioren-Mädels, die Figurklasse waren und danach doch noch Bikini gemacht haben. Oder die Bikini gemacht haben, aber doch irgendwie Figur. Also das ist sehr, sehr nah dran. Bei dir sind ordentlich Muskeln noch dran. Ich würde beim Training das noch mehr, dass das noch mehr auf die Beine und Po geht. Ja, und auch Schultern. Ich meine, du hast gute Schultern, aber ich sehe da keine seitlichen Kappen. Also diese seitlichen Schulterkappen, das ist essentiell, gerade jetzt bei der Bikini-Klasse. So der sieht man. Der Trizeps ist halt auch sehr stark. Ne? Ja. Der guckt direkt raus und das müsstest du so ein bisschen umgewichten, dass du die Schulter mehr trainierst, die Arme bei dir jetzt, weil die sehen nicht stark aus, ein bisschen jetzt erstmal vielleicht. Ne? Weil Arme werden immer mittrainiert, überall. Deine seitlichen Schulterkappen, da fehlt noch was, auf jeden Fall. Nackenmuskulatur, du musst das so gut wie möglich, dass alle Übungen, die sehr viel Nacken einbeziehen, raus damit. Ja. Geht gar nicht, also weil in die Bikini nicht. Also die seitlichen, mir fehlt der Außenschwung an deinen Beinen, das, daran musst du noch arbeiten. Tränenmuskel und so weiter, das ist alles vorhanden. Beine im Allgemeinen natürlich muss schlanker werden. Und dein Po, diese obere Seite, das was Marina auch immer bei Wettkämpfen, also guck dir mal ihre Videos mal an, ist hier so ein Ei da oben. Und daraufhin musst du arbeiten, okay? Seitliche Schulterkappen, Außenschwung und hier ein Ei hinlegen. Also jetzt nicht so hier oben. Den oberen Po musst du dann am besten trainieren. Genau. Jetzt mal gucken, was da so für Übungen gibt. Also Po ist ja nicht gleich Po, ne? Dass du ein bisschen guckst, dass der obere noch mit rauskommt, ja. Alles klar, Michelle, dann danke und du kommst beim nächsten Mal, da will ich dich schon anders sehen, okay? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen ungewohnt hier natürlich auf der Bühne. Das ist nicht so wie im Fitnessstudio, ne, wo man da halt sich wohlfühlt. Ja, also du bist mit den Kohlenhydraten schon gut runtergegangen. Eiweißgehalt ist so bei über 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht und Fett ist auch moderat. Hast du deine Ernährung irgendwie von irgendjemandem machen lassen oder? Nee, ich habe mir das so ein bisschen selber im Internet. Okay, super. Nee, passt aber gut. Ja, passt gut. Mit den Kohlenhydraten, ja, okay, ist schon sehr niedrig, aber musst du aufpassen, dass du nicht zu dünn wirst. Sonst, Muskulatur ist vorhanden, natürlich Unsicherheit und deswegen, da musst du posen, 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 immer wieder üben. Ich sehe da keine großen Defizite jetzt, was du jetzt verbessern könntest. Also ich finde, deine Schultern sind da, sind vorhanden. Taille hast du, das wird natürlich da, ich denke mir jetzt nochmal circa 7 bis 10 Kilo runter, das wirst du abnehmen. Und an den Beinen und so finde ich auch in Ordnung. Am Po musst du natürlich dran arbeiten, ist ganz klar, es müssen alle Mädels dran arbeiten. Ansonsten würde ich sagen, von mir aus kommst du in die zweite Runde.
müsste gucken, vielleicht kann man sich auch mal am Wochenende für ein paar mehr Stunden treffen, dass man sagt, das lohnt sich wirklich, ne? Also nur als Angebot so, weil... Ja? Okay. Ja. Marina Krause, also... Ja, genau. Hab ich schon gestalkt. Ja, also sie kann es, wie gesagt, also wenn sie dir das schon anbietet, ich an einer Stelle würde das definitiv annehmen, weil Marina ist mit, also so in Deutschland hast du ja schon mitgekriegt, ne? Also wer posen kann, ist, sitzt neben mir auf jeden Fall. Fragezeichen, was hat das auf sich? Ja, also ich kann das nicht angehen, ich habe es nicht gezählt. Okay, ungefähr, wie viel du wiegst, weißt du auch nicht so genau, okay. Ist ja nicht so schlimm, wir können auch so erstmal weitermachen. Also zu der Ernährung nur kurz, das solltest du auf jeden Fall mal tracken, dass du ungefähr weißt, was du machst. Ist auch ganz gut, weil dann hätten wir dir auch Tipps geben können, irgendwie Sicherheit geben können, ja so ist super oder vielleicht auch nicht. Weil du musst ja auf jeden Fall noch ein bisschen was verlieren, ne? Also ich finde, von der Form her bist du gut in der Zeit. Das kannst du auf jeden Fall super schaffen, wenn deine Diät vernünftig geplant ist. Von der Linie her gefällt es mir von vorne sehr gut auf jeden Fall. Das sieht sehr schön aus. Muskulär ist da auch schon was. Fehlt aber noch ein bisschen was, finde ich. Wäre vielleicht was für die nächste Aufbauphase, dass du aber vor allen Dingen an deiner Rückseite noch ein bisschen arbeitest. Und zum Posing auch. Die Frontpose sah schon ganz gut aus, so, ne? Die anderen Posen, die waren noch nicht so ganz richtig, ne? Da müsstest du... Ja, das stimmt. Ja, das muss man aber auch üben, weil auf der Bühne hat man natürlich auch keinen Spiegel. Aber ich weiß, was du meinst, das ist was ganz anderes. Ja, Isabella, ich hatte dich ja schon mal gesehen, ne? Ja. Das hat mir da auch schon sehr gut gefallen, das weißt du. Und jetzt ist das ebenso. Jetzt hast du, ich weiß nicht, also hast du jetzt ein bisschen mehr Gewicht vielleicht drauf, kann das sein? Ja, ist aber in Ordnung, du bist voll in Time. Mit den Kohlenhydraten, Fett, Protein, weißt du das nicht? Oder, aber so im Allgemeinen weißt du auch nicht, wie du damit umgehen sollst. Ich schreibe dir jetzt hier einfach mal auf. Kohlenhydrate, bist du Low Carb eher oder? Ja. Ja, ne? Also ich würde dir hier trotzdem am Anfang jetzt noch für die nächsten 4 Wochen 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht Kohlenhydrate aufschreiben. Circa. Das wären 140 Gramm ungefähr. Das ist nur meine Meinung. Kannst du selber tracken, wie du das tracken willst. Bei Protein würde ich dir auch 2 Gramm circa pro Kilo Körpergewicht schreiben. Also 140, 150 Gramm so. Und Fett würde ich 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht schon nehmen, weil Fett ist essentiell, Fett ist sehr wichtig, gute Fette vor allem. Und wenn du da bei 70 Gramm Fett bist, ist es immer noch nicht viel. Ja, weil du hast eine Top-Ausstrahlung. Wenn du lächelst, hast du noch bessere Ausstrahlung. Du bist groß gewachsen, aber nicht unproportioniert. Also Oberkörper zu Unterkörper passt. Super. Klar, an den Beinen fehlen mir noch Details, aber das kann ich jetzt noch nicht so feststellen. In ein paar Wochen, wenn Halbfinale angesagt ist, will ich da schon ein bisschen Details sehen. Arbeite an deinen Außenschwung bei deinen Beinen, weil Außenschwung, genau. Da schöne enge Fußstellung, ne, auch bei Hackenschmidt und bei Kniebeugen, bei solchen Sachen, schöne enge Fußstellung, sodass du die Außen noch mehr spürst. Wenn du Beinstrecker machst, machst du die Füße so schön nach innen, ja, und dann so, dass du außen dich mehr konzentrierst. Dein Po ist wunderschön, muss da natürlich, wenn da Fett und Wasser weg ist, werden wir sehen, was da übrig bleibt. Oben gefällt mir das auch, so weitermachen, Isabella, und hau rein. Zweite Runde, ganz einpacken. Ja, man merkt, dass du dich, dass du nervös bist, aber dass du dich wohlfühlst auf der Bühne. Also du präsentierst dich gerne, das sieht man. Die Funke springt sofort über. Ich bin selber Kampfrichter, ich werde den einen oder anderen Wettkampf auch von dir bestimmt mitentscheiden.
Und wir sind auch nur Menschen, also es springt dann über. Und jetzt heute, ich mit Marina, wir fressen keinen auf. Und es ist das erste Mal, es ist Anfang des Jahres. Man muss nicht so in Topform sein. Obwohl ich zu deiner Form jetzt komme und sagen muss, dass es schon echt gut ist. Also genau so ist, wie Bikini aussehen sollte in der Offseason. Ich finde, Bikini-Mädels sollten nicht nur ganz krasse Offseason machen und 20, 30 Kilo da Übergewicht haben. Das ist genau richtig. Zu der Sache mit einem Betreuer, also du hast einen Betreuer, der dir halt die Pläne macht wahrscheinlich, ja. Und auch die Posing auch? Ja. Okay, dann ist gut. Für meinen Geschmack ist Protein halt für ein zierliches Mädchen wie du, finde ich, ein bisschen zu viel. Also ist meine Meinung. Ich gehe nicht über 2 bis 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht, weil ich da halt auch immer so diesen Aspekt sehe, dass man halt auch die Nieren mal in Ruhe lassen sollte und auch mal ein bisschen, ja, weil die würde ich dann, wenn du die Proteine mal senkst, nicht auf Lasten von Kohlenhydraten, sondern auf Lasten von Fett. Guten Fetten. Also hab keine Angst vor guten Fetten. Die Fette machen dich nicht fett. So, minus Protein 50 Gramm. Ersetzen mit Fett. Also Fett wäre dann halt Avocado, Oliven, Olivenöl. Kennst dich aus, ja. Gute Fette halt, ne? Das wäre dann halt besser, sinnvoller auch. Da würdest du keine Muskeln verlieren, im Gegenteil. Du würdest die Muskulatur beibehalten, du würdest bessere Laune bekommen, weil Fett macht gute Laune. Und dein Sättigungsgefühl ist auch besser. Ja, zweite Runde bist du ganz klar, also bisher finde ich dich mit am besten. Und schauen wir mal, wie es weitergeht und was unsere Fast-Profi Marina sagt. Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie Murat. Kann da nicht viel ergänzen. Ich finde, ja, im Posing musst du noch was machen, aber du hast ja auch noch Zeit, ne? Wenn du magst, also später bin ich noch eine Viertelstunde hier und dann würde ich mit allen Mädels, die Lust haben, nochmal so ein bisschen das Posing durchgehen, vielleicht ein paar Tipps geben, also können wir gerne machen. Ja, und die Form finde ich auch passt super, also für die 4 Monate, das sollte recht entspannt gehen mit der Diät. Genau, Muskeln hast du, kann immer noch was drauf, finde ich an manchen Stellen, aber man ist ja nie fertig, also von mir auch. Super. Und danach fährst du schön nach Hause und trainierst deine Beine nochmal, weil die Außenschwünge, also bei den meisten Mädels, die fehlen mir. Und bei, ja, weil da passt noch was hin, ja. Definitiv. Ja. Da ist noch zu wenig. Po-Muskulatur muss drall und prall sein. Das kannst du auch üben ein bisschen. Es gibt ein paar Posen, die darfst du nicht mehr zeigen, also so Po rausstrecken und so weiter. Das wird dir Marina zeigen. Und alles andere stimmt, wunderbar, perfekt, zweite Runde. So. Hast du eine sehr schöne Ausstrahlung. Das will ich auf jeden Fall üben, dass du das auch direkt rausbringen kannst auf der Bühne, dass man direkt das Gefühl hat, du bist da und du bist sympathisch, eben ne? Die Wirkung einfach. Von der Form her, ja, du wiegst 62 bis 1,64, das ist 1,74. 1,74, Entschuldigung. Mhm. Ja, habe ich aber auch so gesehen. Du hast noch 4 Monate, das passt auf jeden Fall. Also deine Form ist vollkommen in Ordnung. Aber investiere die 15, 20 Minuten oder so und warte hier noch. Weil dann wird das Marina gleich mal zeigen. Und das ist so, so essentiell, dass du nicht darauf verzichten kannst. Gerade in der Bikini-Klasse nicht. Von der Form her, wie gesagt, du bist noch am Anfang, du bist erst 16. Das muss sich alles noch entwickeln. Aber es gibt schon 16-, 17-, 18-Jährige, die rocken schon die Bühne. Also warum auch nicht du? Na, also man sollte nicht mit dem Gedanken hingehen, ja, die anderen Mädels sind alle älter und machen schon länger. Also ich habe keine Chance, nicht so hingehen, weil dann wirst du eh verlieren. Dann brauchst du gar nicht hingehen. In der Jugendklasse, dann sind die höchstens 18. Also die haben auch nicht viel länger trainiert als du. Und da kann man das schon machen. Und wenn du dich halt dazu bereit fühlst, dann kannst du auch bei den
Mädels, die über 18 sind, auch mit teilnehmen. Also da kann ich mir auch vorstellen, weil du siehst also reifer aus, als du alt bist. Also so, ne, du siehst schon ein bisschen wie 17 aus, 18. Ein Jahr mehr. 18, ja. Komm. Bei Mädels darf man ja nicht so sagen, sie ist aus wie jetzt, ne? Weil sie ist ja jetzt 16. Man will ja nicht älter aussehen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall super. Ja, also mit den Kohlenhydraten, Proteinen, das wird der Kollege schon richten. Und sonst, ja, zweite Runde, du bist weiter, freu dich aufs Halbfinale, aber freu dich nicht drauf, mich nochmal zu sehen, wenn du nochmal so in Form kommst. Weil ist mir egal, ob du 16 bist oder 14 oder 18 oder 20, ich mach dich runter. Bis zum Schluss es schaffen, weil du das unbedingt willst, das spürt man hier auch, der Funke springt über. Du hast auch schon geübt mit deinem Posing, sitzt noch nicht zu 100%, ist aber ganz klar. Ja, Angebot hatten wir gerade ein paar Mal gesagt, nimm es an, weil auch wenn es halt nicht lange dauert, aber es kann sein, dass es dein Leben verändert auf der Bühne. Deine Makronährstoffverteilung finde ich in Ordnung, bis auf die Kohlenhydrate, ja gut, du wiegst jetzt 65 Kilo aktuell. Das ist noch in Ordnung, das ist etwas über 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht, das ist in Ordnung. Der Kevin wird es auch wissen, dass es peu runtergehen muss, weil Kohlenhydrate vertragen die Frauen in Übermaß nicht so gut. Also so, wenn es auf 3 Gramm bleibt, ist es für meinen Geschmack too much bis zum Schluss. Ja, ja, du bist von mir aus in der zweiten Runde. Von der Figur her jetzt habe ich jetzt nicht so viele Defizite gesehen, wenn du anfängst zu posen. Dann sieht man deine Muskeln. Wenn du einfach so stehst, dann sieht man natürlich kaum was. Man sieht halt einfach, dass du ein hübsches Mädel bist, aber mehr auch nicht. Stellst dich dann immer so hin, genau, schön in Pose. Genau. Und jetzt redet Marina kurz mit dir und du bleibst so. Okay, also ich finde auch, dass du sehr viel Potenzial hast. Also aus deiner Figur und auch wie du da stehst, kann man viel machen auf jeden Fall. Mir gefällt auch, du kannst deinen Latt richtig gut rausholen. Ja. Das ist schon mal was, was viele nicht können. Da hast du schon mal auf jeden Fall Vorsprung. Kannst dich dann noch auf andere Sachen konzentrieren. Wie kriege ich meine Figur vielleicht noch ein bisschen mehr Linie rein durchs Posing? Aber können wir später, wenn du noch bleibst, gerne noch mal kurz gucken. Muskulär finde ich es auch super. Ich finde, du könntest am unteren Quadrizeps auf jeden Fall noch was machen. Ne? Außen, da guckt schon was raus, aber innen fehlt so ein bisschen was. Tränenmuskulatur, genau, ja, genau da. Die Tränenmuskulatur, da könnte auf jeden Fall noch was hin. Ja. Ja, sonst habe ich nicht viel dazu zu ergänzen. Ich freue mich auf deine Entwicklung. Deine Makroverteilung gefällt mir schon ganz gut. Also ich fange jetzt einfach mal da an, ne? Das Fett finde ich etwas niedrig, das ist 40 Gramm. Also du hast ja einen Betreuer auf jeden Fall, aber da würde ich vielleicht noch mal fragen, ob ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr machen könnt. Einfach weil das so wichtig ist für die Hormone und für alles, ne, dass das vernünftig funktioniert. Okay, Posing hast du dir schon angeguckt, sieht man, das sieht nicht schlecht aus. Kann man noch was machen, aber du hast ja auch noch Zeit, ne? Einfach noch ein bisschen üben. Von der Form her würde ich sagen, dass du es auf jeden Fall schaffst, in 4 Monaten da auf jeden Fall in Form zu kommen. Das geht. Ja, muskulär bringst du auf jeden Fall auch schon was mit. Geht noch was, aber geht immer noch was. Man ist ja irgendwie nie fertig. Ich finde auch, du hast eine sehr schöne Ausstrahlung. Also das sollst du auf jeden Fall üben, dass du immer direkt lächelst und das auch direkt zeigst, weil das bringt auch erstmal direkt Eindruck, finde ich. Ja, Laura, deine Proteine könntest du zum Beispiel auch durch Fett ersetzen. Also wenn du da 50 Gramm weniger Protein nimmst, würdest du keine Muskeln verlieren, dann bist du immer noch bei 150 Gramm, also sprich immer noch bei 3 Gramm circa pro Kilo Körpergewicht. Und Fett ist halt einfach zu niedrig. Also dein Hormonhaushalt kommt echt durcheinander, wenn das Fett immer so niedrig ist, so wenig ist und noch deine Laune wird nicht steigen dadurch. Und Fett macht nicht Fett. Also es gibt Fette, Transfette, die sind halt natürlich scheiße. Das
das, ich muss dir nicht sagen, dass du nicht bei McDonald's abfressen sollst. Das ist klar, das weißt du selber. Aber ich kann dir ruhigen Gewissens dir ans Herz legen, dass gute Fette wie Avocado, Oliven, Olivenöl, Nüsse, dir oder Leinsamen, die werden dir, Kokosfett, die werden dir weiterhelfen, dass du eine bessere Form hast als jetzt. Und die werden auch deine Laune etwas steigern. Dein Hormonhaushalt auch, wenn es nicht durcheinander ist, verbessern. Sonst würde ich sagen, von der Figur her passt du direkt so in, wie die Faust aufs Auge in die Bikini-Klasse rein, bei den großen Mädels. Ja, Ausstrahlung ist, finde ich, auch sehr, sehr schön, wenn du anfängst zu grinsen und anfängst zu posen. Proportionen passen auch. Also ich würde da jetzt nicht großartig jetzt noch was sagen dazu. Marina weiß es besser, glaube ich, was die Proportionen anbelangt. Ich, von mir aus, zweite Runde, kommst du weiter. Ja, und auf jeden Fall. Ja, was sagst du? Ich sag das Gleiche. Recall. Auf jeden Fall, freue mich. Alles klar, auch rein. Ist nur ein Kameramann und hier vorne ist auch noch einer und da links steht auch noch einer. Also das heißt, wir sind insgesamt hier nur ein paar Leute. Wenn du später dann auf der Bühne stehst, sind das ein paar hundert mehr. Und wenn du da hier nervös bist, ist zwar verständlich, aber es musst du halt überspielen, dann wirst du es erst recht bei so vielen Leuten. Und das könnte dich Punkte kosten. Weil der Funke springt nicht über, man denkt, oder man stellt sich vor, okay, sie hat nicht so viel Spaß auf der Bühne. Figur ist zwar gut, aber andere schlafen auch nicht auf den Bäumen. Die haben auch eine gute Figur, aber präsentieren sich vom Gesicht her, also so von der Ausstrahlung, besser. Was heißt das? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Wenn ihr ungefähr gleich gut seid und die eine ist halt mehr Ausstrahlung, wen würde ich wählen oder wen würdest du wählen? Mit besserer Ausstrahlung, oder? Genau, daran müsst du natürlich ein bisschen dran arbeiten, weil du wirklich ein hübsches Gesicht hast, kannst du ausspielen. Posing, ja, gefällt mir gar nicht, das ist gar nichts, ist aber auch in Ordnung, dafür bist du jetzt hier. Und das musst du definitiv verbessern, zu 100%. Okay. Von der Figur her würde ich sagen, dass du an deinen Schultern noch ein bisschen dran arbeiten kannst, dass da halt hier so an den Seiten vielleicht so eine kleine Beule nochmal entstehen. Beine finde ich schön, also die sind in Ordnung. Po muss jedes Mädel dran arbeiten, ist ganz klar. Das sagt man immer wieder. Sonst würde ich sagen, alles in Ordnung, alles im Rahmen. Ich sehe das eigentlich genauso. Ich finde auch, dass du Potenzial hast und man aus dir viel machen kann. Dein Posing ist nicht grazil genug, finde ich. Das müsstest du in die Richtung noch so ein bisschen anpassen, weil du hast halt auch Muskeln, ne? Dein Quadrizeps hat auch eine schöne Linie und wenn man eben auch Muskeln hat, dann muss man auch so ein bisschen graziler sein, dass man das so ein bisschen kompensiert, weißt du, als wenn da jemand steht, der einfach ganz dünn ist, sieht immer grazil aus dann, sag ich mal so. Was mir gefallen hat bei deiner Rückpose, dass dein Bein-Bizeps echt rausgeguckt hat, also das habe ich jetzt heute zum Beispiel noch nicht gesehen und das ist so ein kleiner Trick, wie man den rauskriegt, das sind halt so kleine, ne, Sachen, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich finde auch, man sieht hier am Bauch schon leichte Linien, also du bist gut in der Zeit, das kriegst du auf jeden Fall hin, hast ja auch einen Coach und ja, ich freue mich auf deine Entwicklung. Zweite Runde. Sehr sympathisch, könntest du sogar noch ein bisschen mehr machen, ne, dass du wirklich mehr Ausdruck auch hast im Gesicht. Ja, das Posing, da du noch nicht wusstest, welche Klasse, klar kannst du das jetzt auch noch nicht so geübt haben. Ne? Das musst du dann halt auf jeden Fall noch machen. Das dauert auch seine Zeit, das sollte man nicht unterschätzen, dass man nicht erst eine Woche vorher anfängt oder so, ne? Sage ich nur so nebenbei. Ja, hatten wir jetzt schon mehrmals, dass das Fett relativ niedrig gehalten wird und die Kohlenhydrate jedoch relativ hoch. Und dem Fett ist das halt so für die Hormone, für die Laune
und so weiter, ist das schon gut, wenn man da genug hat, ne? Auch, dass du deine Muskeln behältst und nicht verlierst, ne? Könntest du da vielleicht so ein bisschen switchen? Vielleicht hat Murat da gleich noch eine genauere Idee. Einfach so der Tipp zu den Muskeln. Du warst ja erst nicht sicher, welche Klasse, aber ich finde auf jeden Fall, dass das für die Figur zu wenig wäre. Für Bikini passt es, ne? Passt Schultern, bringst du mit, Beine ist auf jeden Fall auch was dran. Deinen Rücken konntest du schon gut anspannen, das ist auch super. Georgia, wie oft trainierst du deine Beine in der Woche? Zweimal. Und wie oft gehst du insgesamt zum Training? Fünfmal, fünf bis sechs. Fünfmal. Und wenn du zweimal Beine trainierst, sind das Hauptlast die Quadrizeps vorne oder machst du auch Beinbizeps separat und Po? Also ich teile das auf. Also ich mache dann einen Tag eher für die vordere Partie und einen Tag für die hintere Partie. Okay, also meine Empfehlung da, nicht ein Tag für Po und Beinbizeps ist mir zu wenig. Gerade beim Bikini-Mädel, die sollte schon mindestens zweimal in der Woche die richtig hart rannehmen. Ich würde die nicht aufteilen, ich würde das zweimal in der Woche komplett machen, also Quadrizeps, Beinbizeps und Po, weil Po, ja, Gluteus, das ist so ein großer Muskel, das unterschätzen viele. Viele Mädels trainieren das zu häufig, also du trainierst zu wenig. Und zu häufig ist in meinen Augen mindestens 3-4 Mal in der Woche, also wir gehen jeden zweiten Tag hin und machen das. Da ist kein Erholungseffekt da, also passiert gar nichts und du machst halt viel zu wenig. Also bei mir fehlen auch im Unterkörper, obwohl ich dich, also du bist ein hübsches Mädel, im Unterkörper fehlen halt ein paar Details, die kann ich jetzt noch nicht sehen, aber ich sehe auch so die groben Details nicht. Also die groben Details kann man schon ein bisschen dran arbeiten. Die groben Details sind halt ein bisschen mehr Muskeln unter der Haut und wenn die Haut dünner wird, das Fett weggeht und Wasser, dann sieht man richtig schöne, grazile, muskulöse Beine. Und du wirst schlanke Beine bekommen, das ist auch in Ordnung, aber ich würde daran arbeiten, weil von mir aus kommst du auf jeden Fall in die zweite Runde, zwar, du wirst aber diesmal halt nicht so die Quads uns präsentieren können, wenn du dich nicht ranhältst jetzt, musst du Arschbacken zusammenkneifen und schön deinen Po trainieren, bis du heulst. Und, ja? Und deine Makronährstoffe, ich würde einfach nur so wie die Tracks ist okay, aber 50 Gramm Kohlenhydrate weniger, 25 Gramm Fett mehr. Kalorien technisch bleibt gleich, nur die Verhältnisse hast du anders gemacht. Das gebe ich allen Mädels und auch den Jungs diesen Tipp, dass sie gute Fette erhöhen sollen und Kohlenhydrate, die man halt ständig in seinen Hals reinschüttet, etwas verringern, weil Kohlenhydrate sind zwar gut für Energie, aber mit Kohlenhydraten baust du weder Muskeln auf, noch deinen Hormonspiegel verbesserst du damit, vielleicht so ein bisschen Laune und so weiter, aber das verbesserst du auch mit Fett. Präsentierst dich halt so, finde ich, gut. Ist klar, wenn ich sehr gut jetzt sagen würde, würdest du eh nichts mehr tun. Tust du, also du postest noch nicht sehr gut. Aber also das, so, man ist, sieht, du hast schon ja, geübt. Du hast Bock ja. auch drauf. Ja, das sieht man auch. Deshalb ist es schon mal so, die Basis ist da. Und ja, musst du halt natürlich noch ein bisschen dran arbeiten, aber du hast es ja gerade mitgekriegt, Marina zeigt das gleich ein bisschen und das will ich annehmen. Also ich weiß nicht, ihr guckt auch YouTube-Videos, ihr guckt bestimmt auch Instagram oder irgendwas, die Mädels, gerade die amerikanischen Mädels, guckt euch nicht nur die heißen Schnitten an mit ihren 1000 Filtern, was die da gemacht haben, guckt euch mal von den Mädels auch mal die Ernährung mal ein bisschen an. Also einige präsentieren das auch und da wirst du halt solche Ernährungsformen auch bestimmt sehen, aber nicht in der Wettkampfvorbereitung. Also es wird dann ein bisschen umgeswitcht, also die Guten, ich spreche nur von den Guten. Du darfst nicht jetzt irgendwelche, sag ich mal, auch die Durchschnittlichen sind schon gut, aber die darfst du dann halt erstmal nicht angucken. Ich gucke immer an die Spitze, egal auch wenn ich nicht, auch wenn ich sage, okay, das werde ich vielleicht so nicht erreichen, aber ich muss immer mich daran orientieren, weil ich von meinem Mind her, also will ich das ja. Ob ich es schaffe oder nicht, ist eine andere Sache. Und du musst das genauso wollen. Und das Fett ist einfach zu wenig. Da werdet ihr irgendwann Probleme haben. Bleiben die Tage aus und dann kommt die Laune dann wieder. Und dann müssen das irgendwelche Leute, deine sozialen Kontakte, darunter leiden. Nur weil du auf die Bühne gehen willst. Das ist doch Kacke. Das ist doch
ich sag mal, auf, in Anführungszeichen, ist doch deine Schuld, du gehst doch hin. Warum müssen die anderen sich ärgern darüber? Ich kenne das selber, meine Mutter, mein Papa, alle haben sich geärgert. Aber ich, Affe, habe mir irgendwann mal so vorgestellt, ach Mann, ich bin doch schuld. Ich gehe doch auf die Bühne, ich will doch nicht die anderen belasten. Und das liegt alles an der Ernährung. Und so wirst du irgendwann früher oder später schlechte Laune bekommen, weil das Fett ist einfach zu wenig in meinen Augen. Ja, das sage ich nicht nur aus Spaß, sondern Leute, ich will, dass ihr weiterkommt. Das ist auch in unserem Interesse. Body Extreme Revolution ist so dermaßen erfolgreich. Siehst ja schon allein, was hier ist. Und da wirst du in 4, 5 verschiedenen Städten noch mal so viele oder wenn nicht noch mehr sehen. Konkurrenz hast du ohne Ende. Und ich ist in meinem Interesse, dass wir hier weiter so gut weitermachen. Und wenn wir einfach nur euch Honig um Arsch oder um Bart schmieren, dann kommt ihr nicht weiter. Na, ändert das? Ja, also mir gefallen deine Arme auf jeden Fall schon mal ganz gut. Beim Bauch kann man ja immer noch nicht so sagen, wenn man jetzt noch nicht in Wettkampfform ist. Ich finde, beim Quadrizeps kannst du noch was machen. Kannst du dich noch einmal umdrehen vielleicht? Jetzt ist es noch mal ein bisschen. Okay, Po hast du ja auf jeden Fall schon ordentlich was drauf. Das ist super. Reicht es natürlich irgendwann mal nicht. Jetzt ist natürlich cool. Zweite Runde brauche ich, ja, kann ich jetzt schon sagen, bist du auch sein. Also du bist von mir aus auch in der zweiten Runde. Allerdings ist das nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mal, also bei Kohlenhydraten würde ich so bei 2 bis 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht sein, ungefähr. Ne? Also es sind so bei der 150 Gramm Kohlenhydrate oder so. Das wäre so eine ganz gute Richtlinie. Bei Eiweiß kannst du knapp unter 2 Gramm bleiben oder 2 Gramm so. Also so, ich sag mal so 120 Gramm wäre für dich schon ideal. Und fetttechnisch würde ich schon auf 60 bis 70 Gramm gehen. Das ist ungefähr 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Da bist du von den Kalorienzahlen halt nicht voll über dem Limit. Da bist du genau so im Limit. So ungefähr. Also behalt das bitte im Kopf. Also du hast ja gesagt, du möchtest die Figurklasse anstreben. Ich glaube, dass du dafür noch nicht ganz bereit bist, von der Muskulatur her einfach. Nicht von der Linie oder so, das ist alles kein Problem, aber ich denke einfach von deiner muskulären Entwicklung, dass Bikini besser passen würde. Weil bei der Figurklasse musst du überlegen, da stehen echt Frauen, die in der Offseason solche Klunker hier hängen haben und so einen äußeren Quad, sage ich mal. Das haben wir jetzt bei dir noch nicht. Klar, du bist jetzt noch nicht in Form, man kann das noch nicht so super sehen jetzt, das ist immer so. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, da fehlt noch ein bisschen was. Vor allen Dingen auch 4 Monate und Figurklasse muss man richtig hart sein, ne? Also richtig abgezogen, dass man am Bauch zieht und echt nur Haut in der Hand hat, sage ich mal. Ne? Bei Bikini, klar, da musst du auch richtig trocken werden, aber es ist noch ein bisschen weniger. Also auch für den ersten Wettkampf würde ich dir echt empfehlen, ob du nochmal überlegst, ob es nicht doch die Bikini-Klasse sein könnte. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei dir so ein Ding ist mit Identifikation, so kann ich wie so ein Bikini-Girl auf der Bühne stehen oder lieber ein bisschen sportlicher Figur. Also die Entscheidung bzw. der Tipp ist jetzt nicht für dich verpflichtend. Gar nicht. Du kannst immer noch Figurklasse machen, kannst du da die Mädels angucken. Es schadet dir nicht, Kimberly, dass du beide Klassen das Posing von beiden Klassen beherrscht. Es schadet dir nicht. Also weil Figurklasse, finde ich in meinen Augen, ist einfach nur Vierteldrehung. Und dann kannst du bisschen Bikini üben, ob es dir passt oder nicht. Zu Hause wird dich eh nur dein Freund sehen und du und vielleicht deine Kamera. Warum sage ich Kamera? Du hast bestimmt auch so ein iPhone, Samsung Schrottteil, ja, wie ich. Das legst du dahin, drückst auf Video und filmst dich einmal. Du wirst sehen, was wir hier sehen. Dann wirst du selber sagen, oh shit, das ist aber unter aller Sau. Aber wir sagen, ach, das gefällt mir aber sehr gut mit Bikini oder mit Figur. Nimm es auf, von mir aus kannst du es auch direkt danach löschen, aber nimm dich bitte nicht nur einmal auf, sondern 3, 4, 5 Mal. Und danach kannst du halt das Beste rausnehmen und dann kannst du halt immer weiter üben.
finde, dass du sehr muskulös bist. Also auch oben halt dein Schultergürtel gefällt mir sehr gut. Das kommt sehr nah an Figurklasse. Ich würde dir jetzt auch nicht Bikini empfehlen oder sowas. Ich glaube, du fühlst dich auch bei der Figurklasse wohler. Ja, ja. Du siehst auch also so aus, dass du in der Figurklasse was erreichen könntest. Also weil die Struktur ist da auf jeden Fall. Du hast überall Muskeln. Man sieht, dass du nicht seit gestern trainierst. Also da ist das ordentlich auch Qualität da dran. Finde ich super. Ja, anscheinend trackst du so deine Ernährung nicht. Du isst wahrscheinlich das, was gut ist, aber halt die Mengen zählst du nicht. Okay, also wenn du so weiter verfährst und so weiterhin immer besser und besser wirst, kann ich dir nichts hinzufügen. Nur einen Tipp kann ich dir geben, ungefähr, was ich vorhin auch gesagt habe. Also circa 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht Kohlenhydrate sind immer gut. Das ist im Rahmen, also kannst auch höher gehen, aber ich würde das nicht unbedingt machen. Hast du später Stress. Und Proteine sind auch immer so bei 2 Gramm, ist immer ein guter Richtwert. Und Fette sind bei 1 Gramm immer auch ein guter Richtwert. Es sei denn, du bist nicht so ein Kohlenhydrat-Typ. Die Kohlenhydrate senkst du komplett, also auf 1 Gramm. Dann musst du bei den Fetten auch hochgehen. Also es ist immer so, wenn die Leute komplett mit den Kalorien runtergehen, teilweise sind Mädels, die sind von Anfang an unter 1500 Kalorien, zum Schluss hat man keine Luft mehr und kein Puffer mehr, was man machen könnte. Man wird dann halt immer gleich aussehen, man wird immer gleich schlechte Laune bekommen haben und man wird auch nicht besser dadurch. Also ich kenne auch kaum Mädels, die immer gleiche mit der gleichen Kalorienzahl oder halt sehr niedrigen Kalorienzahl super Figur erreichen. Also das erreichen die Mädels nicht. Manche nehmen auch wenig Kalorien, aber dafür sind sie kleiner, schlanker und was weiß ich, dann haben sie halt vielleicht 50 Kilo. Und dann sagst du, ach, die nimmt aber auch nur 1400, 1500. Ja, die ist aber auch nur 1,20 groß und wiegt 30 Kilo, so zum Beispiel. Ne? Da musst du immer die Verhältnisse sehen. Dein Körper verbraucht viel mehr. Du hast Muskulatur, das verbrennt auch wie Sau. Keine Frage, dass du es bis dahin schaffst, also eine super Figur schaffst. Aber es würde mir wirklich am Herzen liegen, dass du später, dass wir dich als die Miss-Transformation wählen, weil das ist wirklich... Das war eine Ansage. Ja, aber das ist wirklich, das ist ja einigen Mädels passiert. Wenn du da warst, hast du das wahrscheinlich gesehen. Also wenn du nicht da warst, ich erkläre dir das. Wir haben eine riesen Leinwand und dann sieht man vorher, nachher. Und bei den Mädels, die den ersten 2 bis 3 Plätze, glaube ich, gemacht haben, bei allen 3 Mädels, bei 3 Mädels war es ganz, ganz schwer, sich zu entscheiden, wer die beste Transformation hatte. Aber da waren ein paar hundert Zuschauer und denen ist der Atem gestockt. Wirklich, die so, das ist die doch gar nicht. Das kann doch nicht sie sein. Also das ist die Transformation. Also bei dir wird das nicht so krass sein, weil du schon gut aussiehst. Aber was meinst du, wenn du jetzt shredded as fuck da auf die Bühne kommst und denen zeigst, ey, ich kann schon mit den guten Mädels mithalten. Was meinst du, was das für ein Motivationsschub ist auch für dich? Beim Training, also oben, wie gesagt, ist ja schon alles da, sieht super aus. Vielleicht könntest du den Fokus noch ein bisschen auf die Beine verlegen, dass du da das einfach noch ein bisschen angleichst. Ich finde, oben ist schon super, aber unten muss... Die Träne, ne? Es fehlt noch da. Ja, genau. Also generell auch so ein bisschen mehr Masse vielleicht. Du hast auch super Waden, ist mir aufgefallen. Also die sind richtig groß. Super. Vielleicht die Oberschenkel noch ein bisschen dazu, vorne, hinten. Und das wäre vielleicht von mir aus gesehen dein Fokus beim Training. Ansonsten bin ich auch sehr gespannt, wie du nachher aussiehst. Ja, Pi mal Daumen würde ich sagen, würdest du knapp unter 60 Kilo landen im Endeffekt. Weil ich sehe da noch 8 Kilo Wasser und Fett, auch wenn das ein Otto-Normalverbraucher nicht sagen wird, oh, da ist doch kein Gramm Fett. Doch, da ist Fett und da ist auch Wasser. Das ist alles, mehr ist es nicht. Also du hast Potenzial. Herzlichen Glückwunsch und hau rein. Classic Physik heute gerade. Frauenphysik entschieden. Also gezwungen. Körpertyp her. Okay, alles klar. Wer hat dir das gesagt, wenn ich fragen darf? Dein Trainer. Ist das dein Freund? Nein. Okay, das ist gut. gut. Also, du hast aber keine Makros aufgeschrieben, nix. Warum? Weil ihr das beide noch nicht wisst?
Du und dein Trainer? Ja, klar. Es gibt, das ist schwierig. Du, es gibt Möglichkeiten, also auch wenn einige sagen, also wir nennen nicht so gerne einen Namen hier, aber ich werde mal einen Namen nennen. Mag sein, dass er viel Mist gebaut hat, aber ganz am Anfang hat er ganz gute Sachen gemacht und guckt seine Videos an und er gibt dann halt Tipps. Weißt, wen ich meine? Glatzkopf, heißt Karl mit Vornamen. Ja, also der Typ... Wie gesagt, also jetzt ich mache keine Werbung für niemanden, also ich kenne ihn persönlich nicht. Aber wenn ich hatte Nahrungsergänzungsmittel-Shops und da kamen halt bei mir auch Jungs und Mädels an, nicht nur weil es trendy ist, sondern weil einige halt überzeugt sind, sind sie halt vegan, ist auch in Ordnung. Man kann aber da auch schon ziemlich viel rausholen. Ich könnte dir noch andere Namen nennen, aber die sind leider nicht so bekannt und machen keine Videos. Die sind auch viel besser als dieser Typ da, aber ist egal, also das ist sehr populär. Guck dir seine Videos an, gib einfach ein, Fleischmütze und vegan und gib mal ein, Proteine. Ja, also dann siehst du ein Video, wo verdammt viele Proteine drin sind. Also ich weiß nur, dass halt Kidneybohnen sehr viel Protein haben, gerade da Richtung Soja. Also ich bin nicht so für Soja, weil... Da auch aus ethischen Gründen, ja. Dafür werden auch irgendwelche Orangutans weggejagt, ja. Aber ist egal. Also wenn du diese ganzen ethischen Sachen nicht hast, dann hast du viel mehr Möglichkeiten. Schau ihn dir an und da wirst du dein Ding machen. Zu der Figur, ja, da können wir beide, glaube ich, was sagen. Ich würde dich auch in der Frauenphysikklasse sehen. Bist ja in der Jugendklasse noch. Da wirst du wahrscheinlich kaum Gegnerin haben. Aber ist egal. Ja, aber das ist nicht so gut. Also ich meine, klar, wenn du nur alleine bist, dann bist du halt deutsche Meisterin. Ist klar. Aber ich würde dir dann empfehlen, auch bei den Frauen mich da reinzudrängeln und auch mal zu gucken, egal ob du jetzt 18 bist, 19, 20 oder wie alt auch immer. Das spielt keine Rolle. Vielleicht, wenn du richtig gut gearbeitet hast und die, ich sag mal jetzt, 25-jährigen Mädels haben nicht so gut gearbeitet, dann wirst du sie auch schlagen. Ist egal, das heißt nicht, weil du 18 bist, dass du schlechter bist. Das ist nicht die Wahrheit. Figurklasse könnte ich mir dich auch eventuell noch vorstellen, Bikini-Klasse nicht. Da muss man schauen. Also du hast schon ein paar Posen geübt. Mal gucken, was Marina jetzt über deine Figur nochmal sagt. Also ich sag, passt schon da rein, ne? Ja, vom Körperbau und so weiter, ja, passt das auf jeden Fall, würde ich sagen. Bikini finde ich auch nicht so passend. Figur kann man eventuell nochmal überlegen. Einfach nur wegen der Muskelmasse her vielleicht. Ne? Klar, auf jeden Fall, das könnte auf jeden Fall dein Ziel sein für die Zukunft, ne? Wo du dich später siehst, wenn du noch weiter auf die Bühne gehst, auf jeden Fall Physik. Aber einfach von der Muskelmasse her, finde ich, fehlt da jetzt noch ein bisschen was. Ist normal, du bist natürlich auch erst 18. Ne? In der Jugendklasse kann man das vielleicht auch dann bringen, sage ich mal, dass man noch nicht so ganz weit ist. Aber wenn du auch mal eine Frauenklasse mitmachen willst, würde ich dann, wie wir vielleicht Figur sagen, dass du das mal versuchst. Aber es ist nur so ein Tipp, du kannst ja selber auch die Posen mal ausprobieren. Wie fühlst du dich dabei? Wie siehst du aus? Auch jetzt, wenn du die Diät machst, wirst du am Ende natürlich auch viel besser sagen können. Also wenn du dann shredded bist und alle Muskeln siehst, wie sieht das eigentlich jetzt letztendlich aus? Und wo fehlt da noch genau was? Das sieht man dann natürlich immer am besten. Ne? Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Posen werden und wenn du dann shredded bist. Ernährung ist auch sehr wichtig. Also du musst da echt wirklich bei vegan... Ich respektiere das natürlich, wenn die Leute das machen, aber es ist halt schwieriger, als wenn du einfach, wenn ich dir sagen würde, ess mal Hähnchenfleisch und so. Ja. Das wird bei dir nicht in Frage kommen, lass dich da auch nicht überreden von irgendjemandem. Zieh dein Ding durch, wofür du glaubst, weil genau das ist es, was unsere Sportart ausmacht. Wir wollen halt verschiedene Leute da haben, mit verschiedenen Klassen, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Ernährungsformen, einfach komplett. Wir sind Multikulti, also wir nehmen dich mit offenen Armen an, du bist 18, herzlich willkommen im Club, du hast ein wunderschönes Gesicht, das haben nicht viele bei der Frauenphysikklasse, ich meine, gut, es ist halt Geschmackssache, aber weil die halt auch komplett shredded sind und alles, wirken die halt sehr maskulin, du bist sehr feminin und das kannst du ausspielen. Es gibt eine Danalyn Bay, genau, das ist eine Granatenfrau, die habe ich in echt gesehen.
Die hat wirklich, also von mir aus könnte ich sagen, von der Muskulatur her könnte sie sogar Figurklasse starten. Also sie hat nicht so die oberheftigen Muskeln, aber sie sieht am schönsten aus. Also die Muskeln sehen auch am schönsten aus. Die Richtung kannst du anpeilen und kannst halt in der Frauenphysikklasse die Granate aus Deutschland sein. Weil, weißt du, weil du bist ein hübsches Mädel, das kannst du ausspielen. Und wenn deine Figur dazu passt, glaub mir, alle Mädels, auch Bikini oder Figur, die finden das auch rattenscharf.